Heute bei Retro Today. Astro Blocks Revisited für den Amiga. Hallo und herzlich willkommen zu Retro Today. Hallöchen. Heute wird gepuzzelt, denn wir spielen ein schönes Puzzlespielchen für den Amiga Astro Blocks Revisited. Ja, das klingt sehr vielversprechend und Blocks klingt schon so ein bisschen nach Tetris-Puzzlei. Ja, nicht ganz. Es ist mehr so, es geht ein bisschen Richtung Sokoban. Ah. Ja, aber auch so eine auf eine interessante Art und Weise. Das Spiel selber ist schon, glaube ich, etwas älter, ist aber jetzt erst 2020, glaube ich, in dieser Schachtelversion erschienen. Also zeigen wir nochmal hier in diesem Jewel Case. Das kann sein. Hinten dran, also so sieht es von hinten aus, da sehen wir auch schon so ein bisschen hier die Spielegrafik. An arcade game in the style of Sokoban for any classic Amiga with 512 KB of chip memory. Also auf dem Amiga 1000 brauchst du die Speichererweiterung, weil der hat ja nur 256. Okay. 34 stages to complete. The further you go, the harder it gets. Ja, gucken wir mal, was drin ist. Und wir sehen, das Spiel ist auf CD und auf Diskette. Wenn man allerdings auf die CD guckt, da ist die Diskette drauf und fertig. Was aber trotzdem nicht ganz unpraktisch ist, weil wenn man es am Emulator spielt, dann ist halt mit den Amiga-Disketten immer so eine Sache. Und dann ist es gar nicht schlecht, wenn es noch auf CD drauf ist. Zumal der Computer von heute ja nicht mal dran denkt, ein Diskettenlaufwerk zu haben. Ja. So, hier haben wir das noch ein kleines Poster, Astro Blocks Revisited. Und hier ist die Anleitung. A typical instruction for a typical puzzle game. Das mit dem und das mit dem und dann da. Und das mit dem und dann weg. Und das mit dem und das und so und so und so. We would like to express our thanks to Amiga Bill, Bully, Zeus, Johnny. Also kommt aus Polen. Da haben wir schon so ein paar Spiele uns angeschaut, auch in der Vergangenheit. Da waren so ein paar bekannte Namen dabei, oder? Genau, das waren ja Grüße. Ja. Wir grüßen natürlich auch alle, die uns kennen. Ja, servus. Und hier die Schrift Code, Quen, Musics, Aceman, Graphics, People, Original, Hexmage könnte sein, ja. So. Ich würde sagen, wir starten es einfach mal. Die Font ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein bisschen anstrengend. Ja. Aber das sieht man auf dem Cover schon ganz gut. Das kann man auch nur so bedingt lesen. Ja. So. Wir spielen das auf einem Amiga 500, also im Emulator, ja, aber Amiga 500 Konfiguration. 512K? Ich glaube, er hat sogar einen Megabyte Speicher. Man weiß ja nie, ob Extra Memory nochmal irgendwie so. Ja, vielleicht noch ein Musikstück im Hintergrund. Man weiß es nicht. So, ein Lied. Tick, tick, tick. Es tut sich was. So, Astro Blocks Revisited. Ja, mit viel Fantasie kann ich auch Blocks lesen. Also ich habe mit dem Astro ein bisschen, aber ist auf jeden Fall ein bisschen loungig, chillige Musik dazu. Ja, das klingt doch schon mal gut. Ja. Genau die richtige Musik für ein Knobelspiel. Ja, da soll ich mal nicht klicken? Zu aufregend sein. Klick du mal. Ich klick mal, ich blamier mich und dann kannst du wieder übernehmen. Wie immer, ja? Nee, du spielst es jetzt durch. Ach so. Also, Start. Aber diesmal soll ich nicht in die Optionen gehen. Ja, gibt ja keine. So. Und bitte. Hä? Sokoban. Ah, okay. Gut, das ist mein Ding. Alles klar. Blink. Exakt. Groovy. Exit open. Level complete.
So, das war Level 1. Das war Level 2. Das habe ich ja gezeigt, dass ich kann, oder? Genau, dann. So, was sind das für. Kann man die auch wegschieben? Ja. Ah. Und den lilanen? Ich würde nicht nach unten schieben. Nee, macht wenig Sinn, ne? Aber das ist Eisblock. Gut. Also es ist ein bisschen, minimalistisch, aber es ist zumindest klar, was zu tun ist, ja. Oder? Mit dieser Pfeilspitze als Spieler. Das ist schon okay, aber ich muss mir jeden Level erstmal angucken und denken, jetzt habe ich eine Menge Blöcke, die mir gar nichts sagen. Ich gucke nochmal, ob die Anleitung mir was sagt. Ich habe einen Verdacht. Ah, wenn du den da... Den kriege ich jetzt nicht mehr raus. Gibt es ein Undo? Ahnung. Steht hier nicht. Ja. Weil den habe ich jetzt an die obere Decke genagelt. Ja. Den kriege ich nicht mehr weg. Den kriege ich da auch nicht. Ist auch nicht mehr. Den kriege ich auch nicht mehr hoch. Also ja. Da habe ich mich jetzt schon doof gestellt. Hast du Escape mal probiert? Ich habe Escape mal probiert, da tut sich aber nichts. Also ich habe mit Feuerknopf drücken oder sowas tut sich hier auch nichts. Weil ich kriege die da jetzt nicht mehr hoch und nicht mehr weg. Ja. Also ich weiß, warum es nicht funktioniert, aber ich kann es nicht abbrechen, nicht rückgängig machen. Aber es kann ja nicht sein, dass man das jetzt neu laden muss. Also Feuerknopf bewirkt auch nichts. Ja, Mausknöpfe haben wir auch schon probiert. Also prinzipiell ist klar, wie der Level funktioniert. Ich habe mich nur doof gestellt. Ja, mach einfach mal alle Spielzüge, die du machen kannst quasi und vielleicht erkennt er dann selber, dass es hoffnungslos ist. Die Musik ist irgendwie cool. So, und jetzt komme ich hier nicht mehr weiter. Sagt das Handbuch irgendwas, wie man ein Level beendet, überspringt, cancelt? Also, wir können jetzt einfach mal alle Tasten durchprobieren. Also, Maus haben wir schon gemacht. So, das war's nicht. Gedrückt halten, Feuer. Nee. Mal hier. Tun wir die F-Tasten durch. Ich kann auch die Steine nicht ziehen. Also ich mag prinzipiell ja solche Puzzlespiele, aber irgendwie sollte es entweder ein Undo oder ein, oh, ich möchte den Level gerne nochmal versuchen. Das ist jetzt so ein bisschen... Bisschen unbefriedigend. Komm, wir starten gerade nochmal. So, hier, Restart. Jetzt startest du Wiz nochmal? Nee. Okay. So, die verschiedenen UAE-Konfigurationen. Aha.
Weil für jedes Spiel habe ich eine eigene Konfiguration, aber das war nur die Auswahlliste, die der Markus da gerade gesehen hat. So, also es ist ein Spiel, du darfst halt einfach keinen Fehler machen, Markus. Entschuldigung! Also das kann doch nicht wahr sein, dass es das nicht gibt. Also. Oder vielleicht hätten wir doch mal hier auf In-Game Keys gucken sollen. Da, In-Game Keys. Ah! Den kann man nicht aufrufen! Wie? Das ist ja wohl hier. Das ist ja wohl Verarsche. Ich spiele jetzt einfach nochmal und du guckst mal, was du hier. Vielleicht fehlt bei mir auch das. Ah ne, da steht Typical Instruction for a Typical Puzzle Game. So. Exit. Map. Stimmt, nach unten hätte ich gemusst. Jo. Und da kommst du auch nicht mehr raus. Einmal machen wir noch. Aber es muss doch hier irgendwie ein Abbrechen-Key oder sowas geben oder Retry also, oder. Ich habe jetzt gefühlt schon alle Tasten durchprobiert. Guck mal hier. R ist gleich Restart. Escape ist gleich Main-Menü. Hat nur nicht funktioniert. Ist vielleicht dein Keyboard falsch konfiguriert? Nee. Also, vielleicht habe ich auch alles gedrückt außer R. Aber Escape haben wir doch gedrückt. Escape haben wir doch gedrückt. Dann wären wir doch wenigstens ins Hauptmenü gekommen. Merkwürdig. Ich finde es auch raffiniert, dass das. Guck mal. In-Game-Keys, das ist außerhalb des dargestellten Bereichs. Ach, das könnte natürlich sein, dass der hier. Nicht 16:9, sondern 4:3. Okay. Lass mich mal kurz hier gucken. Weil ich habe nämlich auch nicht gesehen, dass. Ach, guck mal. Code und Punktzahl. Gibt's auch. Haben noch. Wir nämlich auch nicht gesehen. Ja, dann. Warte, wir. Ah, guck mal, da geht's auch weiter. Geht's auch weiter. Warte, ist das. Oh, hier, Hier, das gleich haben wir's. Also, es sah ja schon gut aus, aber. Wir kriegen das noch besser hin. Kriegen das noch besser hin. Noch ja. Besserer. Okay. Das, so, jetzt haben wir schwarze Ränder, aber ist ja egal. Ich kann's noch weiter nach links schieben hier. So, da. Okay. So, wenn ich jetzt meine Schulter noch wegnehme, dann sehen wir auch alles. Den ganzen Screen. Und ja. Jetzt tun wir einfach so, als würden wir von vorne anfangen und hätten noch kein schlechtes Wort über dieses Spiel verloren. Schau mal hier in-game. Kein Wunder, dass man die In-Game-Keys nicht auswählen kann. Ja, ich dachte, kann, warum kommt man da? Kein Auswahlmenüs. Okay. So, ja, guten Morgen. So, genau. Versuchen wir den ersten Level noch einmal. Manchmal sollte man vielleicht doch. Also, ich hab ja noch. Also das Problem ist, ich habe noch keinen Upscaler, mit dem man latenzfrei von der Original-Hardware aufnehmen kann. Das muss ich mir nochmal zulegen. Dann sollte man vielleicht zukünftig solche Sachen von Original-Hardware machen. Aber schau mal, jetzt haben wir sogar einen Code da unten für den Level stehen. Wahnsinn. Das ist toll. Ups. Wie, ups. Na doch, geht noch. Ja, wegen dem Eisblock, der rutscht ja immer. Nicht nach oben schieben. Puh. Ich dachte schon, das wäre es wieder gewesen. So.
Wenn jetzt der Exit irgendwo kommt, wo ich die Wand vollgebaut habe, dann wäre es natürlich auch Abzug in der B-Note. In dem Fall hättest du es aber einfach zur Seite schieben können. So. Schau mal, du kannst jetzt die Blöcke links und rechts davon einfach eins nach unten schieben und von der Seite randitschen. Genau. So, dann kann ich jetzt hier so runter. Okay. Und jetzt macht nämlich auch diese Darstellung hier Sinn, welche Kombination mit welchem Stein was auslöst. So gut, jetzt ist Konzentrationsfrage, dass man hier nicht versaut. Das schaut aber ganz gut aus. Machst du ganz souverän, Dennis. Also ich muss sagen, das finde ich sogar sehr reizvoll, dass du da verschiedene Modifikationen noch für die Steine hast. Da kannst du nachher mit anderen Kombinationen auch einfach einen Stein auflösen oder in ein Loch schmeißen. Die Möglichkeit für komplexe Kombinationen. So, Level 4. Was haben wir hier jetzt? Ah, das sind Löcher. Du kannst die grauen Kästen ins Loch reinschmeißen, dann bleibt da ein Loch. Dann sind sie einfach nur weg. Das macht aber gar nichts, weil du brauchst nicht, da sind ja keine Rutschsteine. Also die brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Sagen wir mal hier ein bisschen aufräumen. Du musst nur aufpassen, dass du mit den anderen Steinen nicht auch in die Löcher kommst. Das wäre schlecht. So, den roten nach unten, dann kannst du ihn auch rüberschieben und dann hoch. So, jetzt machst du den rechten blauen links rein. Und den linken blauen rechts rein. Fertig. Na also. So. Level 5. 5. So, und Eis plus Loch ergibt Boden. Du musst überlegen, welches Loch. Ich muss hier rechts Boden machen, damit ich das Eis. Damit du an das Eis rankommst. So, dafür muss ich. Lustigerweise rutscht das Eis aber zwei Felder nach rechts. Mhm. Das heißt, wir machen daraus Boden, dann musst du. Dann muss ich das. Dann musst du das hier rüberschieben. Ja. Und dann kannst du das Eis hochschieben und dann kannst du das andere. Genau. So. Genau. So. Es ist halt eine. Es ist eine Mischung aus Sokoban und Atomix. Atomix ist auch so ein bisschen mit. Also sehr, sehr cleveres Spielkonzept. Gefällt mir ausgesprochen gut. Und wenn wir nachher nochmal ausprobieren könnten, ob das mit dem Retry oder Restart von einem Level funktioniert. Und dann. Dann haben wir nichts gesagt. Dann haben wir nie was gesagt. So, die Grünen lassen sich mit einem Plus, also Minus lässt sich mit Plus zu einem Boden neutralisieren. Aber wir haben nur einen Plus. Das ist richtig. Dann müssten wir jetzt mal schauen, welches Minus. Vielleicht bleibt Plus auch erhalten. Das glaube ich nicht. Ja, aber wie soll es denn sonst gehen? Jetzt ist weg. So nicht. Und dann können wir jetzt gleich mal ausprobieren, ob das Restart funktioniert. Stimmt. Und es funktioniert. Dann haben wir alle Tasten probiert vorhin außer R. Fantastisch. Super Spiel. Schon ergibt alles einen Sinn. Ja. So. So. Vielleicht kann ich mehr als eins wegmachen. Macht es einen Unterschied? Ah, das kann natürlich sein. Probier es. Schieb mal das Plus durch die Lücke auf diese L-Formation an Minusen ran. Vielleicht verschwindet dann die ganze Kette an Minusen. Okay. Und dann kannst du die. Dann mache ich mal das hier beiseite. Ja, das war nicht gut. Nein. Aber du hast recht, genau das passiert. So, nochmal. Du kannst die beiden Minus auch nach links schieben, dann verschwinden die alle. Ah, clever. Ja, ich mag solche Spiele. Also.
Ja, Markus, dann mach du doch mal weiter. Toll, die schweren Sachen krieg ich wieder. Ja, Level 7. So, die, ach du meine Güte, so viele Eisblöcke. Und ich kann die nicht neutralisieren. Das wird jetzt rutschig. Ich darf mir da nämlich nur nichts zubauen da. Also ich könnte alles in die linke untere Ecke schieben. Den darf ich da nicht rüberziehen. Wieso nicht? Lass mal gucken. Also ich muss den roten rechts irgendwie nach links rüberkriegen. Ich kann die unteren Eisblöcke aber nicht wegschieben. Ich komme auch so hier durch. Also du könntest den darüber schieben und den darüber. Dann kannst du das hier nach unten schieben und dir hier quasi in der Mitte Platz machen. Aber dann, und das hier noch runter? Nee, auch, Ups, das wollte ich jetzt nicht. Aber egal, das ist, glaube ich, irrelevant. Ich schieb die mal hoch. Dann sind sie nämlich aus den Augen, aus dem Sinn. Du könntest so, jetzt der kann den nach darüber und dann auch und nee, dann darunter und dann hier in die Ecke, den da, hier so rüber. Nee, den da oben, den kann ich auch darüber schieben. Ja gut, jetzt kannst du es dann nach unten, dass da Platz quasi ist. Oder so. Du machst das schon, Markus. Ja, mal gucken. Ich komme jetzt nicht mehr weiter. Rechts, glaube ich, hätte rechts. Rechts. Nee, rechts. Hoch. Rechts. Rechts. Jetzt kannst du den da nach darüber schieben, den Eisblock auf dem einen grünen. Kann auch einfach nach rechts durchschieben, dann komme ich denn, nein, komme ich da nachher, nein, da komme ich nachher nicht mehr durch. Wieso? Ich muss ja hier manövrieren können und wenn ich den hier zubaue, dann dotze ich mit dem, dann komme ich da nicht mehr durch, dann kann ich hier nicht mehr manövrieren. Ja, aber ein bisschen nach rechts kannst du schieben. Ich kann erst mal gucken, ob ich den hier einfach so vorbeilotsen kann. Ach so, ja. Achso, kann ich erstmal den oben versenken? Ja. Nein, kann ich nicht. Hahaha. Nochmal? Also, ich darf da rechts, ja, nochmal restarten, ich darf da rechts nichts an die Wand schieben. Sonst komme ich da nicht mehr. Komme ich da nicht mehr ran. Und ich brauche in der Mitte irgendwo genug Platz, damit ich die roten und die blauen tauschen kann. Lass uns mitdenken, Markus. Wenn ich den jetzt da oben an die Kante schiebe, dann kann ich unter dem durchtauchen und den nach rechts rüber manövrieren. Dann muss ich nur schauen, dass ich in der Mitte noch ein paar Eisblöcke freikriege. Ich müsste dann gucken, dass ich diese Reihe hier irgendwie... Ich könnte die beiden nach unten, dann könnte ich den oben nach rechts und auch nach unten, dann sind die an der Unterkante. Aber dann habe ich in der Mitte immer noch diese Zweierformation stehen. Davon kann ich einen nach oben drücken und den, ne, einen nach unten und dann kann ich den anderen nach oben. Das ginge. Aber das wird schon knifflig. Also es wird gerade ein bisschen, das geht jetzt steil, anspruchsvoller. Ja.
Oder ich sehe es einfach nur nicht. Das kann natürlich auch sein. So, wenn wir den jetzt hier da mal und dann hier den dahin und den oben. Jetzt kannst du den mal den hier rüber und den auch darüber und dann im Prinzip reicht mir ja die eine kleine Passage, solange ich in der Mitte ein bisschen Freiraum habe zu manövrieren. Du könntest den jetzt nach rechts und runter. Der geht ja zwei Felder. Brauche ich aber gar nicht. Mhm. Im Prinzip könnte ich auch die hier rechts, also wenn ich den hier, den unter mir jetzt nach unten schiebe, kann ich dann den links davon hart nach links an den einen, der da ohnehin schon oben drüber steht, schubsen. Und dann könnte ich die linksbündig auf die unterste Reihe ranschieben. Dann habe ich hier ein bisschen Manövrierplatz. Dann kann ich den hier nach oben dotzen und den anderen nochmal hart links. So mache ich das jetzt. Unten hast du mich irgendwann verloren. Ja, mach mal. Ich mache das jetzt mal so und so und so und so. Und dann kann ich den noch da hochschubsen und dann machen wir da drüben auch mal ein bisschen Platz und schubsen den hier noch an die obere Decke und den können wir im Prinzip auch an die obere Decke schubsen. Ja. Na, wenn ich den an die obere Decke schubse, dann komme ich da, warte mal, erstmal den da bündig ran, dann komme ich da nicht wieder in die Bredouille, dass ich irgendwie nicht rumkomme. So, und dann können wir den hier entweder unten links oder oben links dran schubsen. Ist eigentlich egal. Ja. So. Genau, also es ist ganz clever, Markus hat jetzt, bevor du irgendwie die anderen überhaupt bewegt hast, erstmal aufräumen. Ja. Und dann jetzt haben wir jetzt nämlich Platz, das können wir den da ganz nach rechts schieben auf Anschlag. Dann komme ich da noch drunter und kann den nach oben oder unten wegschieben. So, einmal. Und den schieben wir einmal hier nach links und dann gehen wir nach oben. So, und jetzt können wir den genauso nach Anschlag rüber schieben und unten versenken. Da krabbeln wir drunter, schieben den nach oben und jetzt einfach nur noch hart nach links. Einfach durchziehen. So, Zielgerade und wir kommen. Und der Ausgang raus. Ist noch nicht mal blockiert. Das hätte jetzt noch. Ja, das macht Spaß. Also, das muss schon ein bisschen sein Köpfchen anstrengen. Es ist durchaus von Vorteil, wenn man so ein Level mal freiräumt, um sich ein bisschen Manövrierbewegungsfähigkeit zu verschaffen. Aber ist cool. Also ein schönes Knobelspielchen, man hat auch kein Zeitlimit, bei Atomix gab es noch Zeitlimit, das hat es dann irgendwie ein bisschen sehr hektisch gemacht. Es läuft allerdings, auf NTSC Amigas läuft es nicht. Ich hatte jetzt hier noch so NTSC Auflösungseinstellungen quasi und es war, also vorher beim Testen war mir das echt nicht aufgefallen. Also ja, weil kaum, das wesentliche Spiel war ja auf dem Display, war ja alles da. Ja? Gut, keine Punktanzeige, keine Levelanzeige, aber wer braucht sowas schon? Hauptsache der Knobelspaß ist da, ne? Ja, genau. Ja, also gibt es auch für, ich meinte, es gibt es auch kostenlos zum Runterladen. Oh, cool. Auf jeden Fall zu überschaubarem Preis auch in dieser Edition und ein schönes kleines Knobelspielchen, was man, und mit dem Code kann man ja auch jederzeit weitermachen. Ja, also ist genau mein Nerv, mein Geschmack, also einfach mal abends mal so ein bisschen knobeln und dann macht man was weiter. Sehr schön. Gefällt mir. Ja, dann, wie gefällt es euch? Und wie hart habt ihr mit der flachen Handkante gegen den Kopf geschlagen, dass die Einstellung hier richtig hatten? Aber sowas passiert nun mal in einer Live-Sendung. Und deswegen sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ad Astra. Schön, dass wir es vor der Kamera noch gelöst haben.